Hallo Leute und willkommen zu einer weiteren Aufnahme von Saints Row 4. Beim letzten Mal habe ich ja diese komische Sitcom erledigt. Und ja, Leute, es ist schon ein klein wenig komisch. Zuerst durfte ich Polizisten erschießen. Nein, bevor ich es vergesse. Zuerst durfte ich ein paar Leute erfahren und dann zu einem Rathaus fahren und dann jeden erschießen. Meine Güte, einfach nur wow. Nun ja, jetzt sind wir in einem virtuellen Steelport. Das bedeutet so viel wie, ich habe keine Ahnung, wie es weitergeht. Aber wir haben hier zwei Aufträge und einen davon werde ich auf jeden Fall mal hinkriegen. Ich weiß es noch nicht ganz. Kinsey, besorgt dir neue Klamotten und ein sauberes Auto, um wieder mal mitmischen zu können. Ziele, kaufe neue Klamotten. Ziele, verbessere ein Auto. Wow, aber okay, werde ich sogar machen. So, obwohl, ich glaube, das sind eher Tutorials, also lasse ich die doch mal lieber. Lerne die Regeln. Okay. Zeit, das Tempo zu erhöhen. These data clusters seem to be loose bits of code left behind by the simulation for some reason. I've only been able to locate a small amount right now, which I'm having trouble locking onto. Once in the general area of a cluster, I should be able to direct you to its location. Ich glaube, ich hätte wirklich die Übersetzung lesen sollen. I'm still trying to figure out precisely what they are, but they seem like they'll be useful. There are several near my warehouse. I can't pinpoint their exact locations, but I marked the general areas for you. Okay. Yellow cloud coming up next, y'all. Was zum Teufel? Okay, der Radiosprecher hört sich mal extrem komisch an. Oh Gott. Schön zu sehen, dass man so einfach eine Barrel Roll machen kann, aber okay. Oh, wieder so ein schöner Kratzer. Meine Güte. Finde die Datensammlung. Oh ja, wow. Gott, Leute, ich stehe klein wenig auf der Leitung, also wundert euch am besten nicht. Ich denke, ich habe einen, Kinsey. Bist du sicher, das Ding ist safe? Safe-ish. Just keep getting them. Ja, sicher. Mehr oder weniger. Ach, wisst ihr was? Ich versuche irgendwie die Polizei hier abzukriegen. Warte mal. Oh, I love this song. Come on, was zum Teufel? No, I don't think so. Oh, come on. I'll even let you be the cat. Not gonna happen. We come together. Now your turn. Come on. And you know it ain't fiction. Come on. No. Kinsey, that's an order from your president. Fuck that. This is why we aren't closer. Ich glaube, er kann sogar froh darüber sein, oder sie, je nachdem. Mega, eigentlich egal. Nun ja, ich wollte eigentlich bloß die Polizei hier anlocken, aber anscheinend ist sie gerade eben überhaupt nicht aktiv. Und schön zu sehen, dass das hier das neue K-12 ist. Mr. Bennett made no answer. Nein. Da-da-da-da-da. Mensch, ich mag so eine Musik. Aber wo zum Teufel ist jetzt nochmal die Datenansammlung? Oh, ich verstehe. Dann fahre ich mal ganz kurz vor meinem Fahrzeug. Oder ich fahre am besten mal kurz mein Fahrzeug weg, meine Güte. So, Distanz. Ja, ja. Warte mal, ich glaube... Was zum Teufel ist das jetzt? Entweder soll das Gelbe immer näher kommen oder weiter weggehen. Ich weiß es nicht. Okay, ich glaube, es ist... das ist... Okay, auch nicht. Oh, warte mal, hier? Ach, keine Ahnung. Ich fahre irgendwo mal entlang und überfahre natürlich Zivilisten. Ne? Na, lass erstmal aussteigen. Okay, ich finde schon klein wenig komisch, dass die Musik irgendwie anbleibt, oder ist es gerade eben nur bei der Mission so? Oh, dort! Mm. Und ich werde noch unbedingt meine Klamotten wechseln. Und am besten schätze ich mal noch, ach, keine Ahnung. I know I'm gonna regret this, but how is it amazing? It seems that anything that broke the normal rules of the simulation deposited loose data that can be incorporated into your programming. I actually kind of understand that. But since the data is so fragmented, it doesn't leave behind a complete subroutine to loop into your code base. Nope, never mind, you're talking gibberish again. It's simple. The more clusters you get, the more you can upgrade and alter your abilities. Ah, we're talking the same language. Duh. Kinsey. Das weiß doch jeder. Eigentlich nicht. Ich sollte vielleicht mal gucken, wo ich hinfahre. Verdammt nochmal. Komm, nein, nein, nein. Ich will Fahrzeug, okay? Danke.
Wenigstens mal eine neue Art von Cutscene, wie ich finde. Das war gerade eben komisch. Ich gebe Gas. Das Fahrzeug reagiert nicht drauf, denke ich. Warte mal, muss ich hier wieder mit A beschleunigen, wie in Mercenaries 2? Dann auch nicht. Einfach nur nice. Spiel. Mach weiter so. Ah, da bist du ja. Oh Gott. Oh, meine Fahrkünste. Aber es irritiert mich klein wenig, dass die Musik noch anbleibt, obwohl ich aus dem Fahrzeug draußen bin. Clusters. Fine, clusters. If they can be so useful, then why isn't Zinyak sending his people out to collect them? Why would they need them? To give his people a boost or something. I don't know, you're the one who says they're amazing. If Zinyak wants to change the code for his people, he can just... He wrote the simulation! Yeah, but what about keeping us from... You know what? Never mind. I'm just gonna accept this and move on. Probably better that way. Vielleicht wollte ich irgendwann mal so verrückt sein und das hier mod... Warte mal. Das muss jetzt nur mal kurz... nochmal sehen, wie mich hier das Navi schicken wollte. Komm, zeig es mir nochmal. Komm. Ja, okay. Ich soll hier rüber lenken und dann wieder hier rüber gehen. Und natürlich hier über den Bürgersteig. Jetzt da. Wie kann ich das auch durcheinander bringen? Aber das Komische bei mir ist irgendwie, mein Headset ist ja komplett aufgedreht und trotzdem ist bei mir das Spiel extrem leise. Und ich weiß eigentlich, sind meine Audio-Settings gerade eben nicht das Beste, aber wenn ich die höher stelle, nun ja, da reicht manchmal schon 10% aus, um bei mir einen kompletten Hörunterschied zu machen, zu heißen, ich höre dann gar nicht mehr. Zinyak destroyed my apartment. That place should have been condemned a long time ago. Well, I always thought it had character. Natürlich hier vorne. Let's see what I can do here. Check your hub. Greife auf das Kräftemenü zu. Oh, okay. Also was hätten wir denn hier? Supersprint oder Supersprung? Ich nehme Supersprung. Warte mal. Kann ich jetzt beides nehmen? Weil ich glaube, beide kosten ja gleich viel. Tatsächlich, also ich kann super schnell rennen und einen super Jump machen. Okay. This feels awesome. Here, let me load up a training program for you to test your powers. Nicht notwendig, Kinsey. Wir sind eh schon in der Simulation. Okay, scheiß drauf, schätze ich mal. What am I supposed to do in here? The code says you can jump long distances and run at super high speeds. How about starting with a small jump? Okay, jetzt nochmal schön von vorne und jetzt mit an. Okay. Also, das Problem gerade eben war, und zwar, es hat nicht so ganz funktioniert mit dem Springen, wie man es sehen könnte. Nur das Problem ist, ich lasse es gedrückt aus irgendeinem Grund und... Gott. Sollte das noch länger brauchen, Leute, dann werde ich das einfach mal kurz überspringen, weil es ist und bleibt hier ein Tutorial. So. Warte mal. Antippen, kleiner Sprung. Halten, aufgeladener Supersprung. Jetzt da! Meine Güte! Oh Gott, nein! Das hättest du voll gerne. Okay, now for the big test. Use your super speed to get a running start and leap to that opposite building. Das sagst du mir erst jetzt, Kinsey. Okay. Ich nehm's ja wieder zurück. Runterspringen. Oh ja, das ist aber mal schön interessant. Sehr viel konnte man dann sehen, wie zum Beispiel ein Gebäude, was ziemlich lang ist. Run along the path collecting the power orbs, which should boost your new speed. Every time you hit a checkpoint, you'll be able to stay in the program a bit longer, so you can... Nein, bitte nicht in diese Aktivität rein. Natürlich, oder? Ich glaube, ich werde nicht mehr Bronze kriegen. What's all this stuff here anyway? Don't know, but it seems like when you break through any checkpoints along the race, the district's reality matrix will overload a little. That means something to me? It means the simulation doesn't like it, and we're able to control the area. Sounds simple enough. It did the first time I said it too. You know I love you, Kinsey. Lies. Leute, ich weiß noch nicht mal, was ich dazu sagen soll. Oh Gott.
Also, wenn man schon so rennen kann, für was braucht man dann überhaupt noch ein Fahrzeug im Ernst? Oh, ich kann jetzt einfach so Fahrzeuge wegschmeißen? Ob das gerade eben nur in der Aktivität so ist, ich habe keine Ahnung. Oh, da hoch. Ich verstehe. No, nein. Geh hoch. Sehr gut. Ich muss nur irgendwie klarkommen damit, weil es ist gerade eben nicht bei mir der Fall. Wie ihr sehen könnt, natürlich. Silber. Ich meine, so bereicht eigentlich auch für den Anfang. Chaoslauf geschafft. Oh, ich habe gar kein Geld bekommen. Das ist doch echt schrecklich. Oh, ich nehme es sogar zurück. 3500 Sin-Dollar? Ich habe keine Ahnung. Supersprung, okay. Und Supersprint. Chaoslauf. Ich glaube, ich werde diese Aktivität mal lieber draußen lassen. Ne? Also, ich muss mich noch dran gewöhnen, dass das Radio einfach im Hintergrund weiterläuft. Oh mein Gott. Ja, einfach mal so hier einen Müllwagen wegkicken. Warum nicht? Niemand dagegen rennt. Ergibt doch Sinn. Aber ich glaube, ich werde sogar diese Nebenaufgabe machen. Anpassung. Kaufe neue Klamotten, warum nicht? Also, wenn ich jetzt nicht irgendwie einen Hautausschlag bekomme oder so etwas in der Art, ist alles okay. Danke, Kinsey, das beruhigt mich. Genau so sollte man das auch im echten Leben machen. Und zwar auf das Navi scheißen, weil es zeigt ja bloß die längere Strecke. Ah, verdammt nochmal! Ah, okay, jetzt sieht das Taxi mal ganz nett aus. Ich glaube, ich werde sogar das Taxi einspeichern, weil es sieht eigentlich ganz nett aus. Ich vermisse klein wenig die Musik vom zweiten und dritten Teil. Wisst ihr was? Ich werde jetzt noch ganz kurz... Oder vielleicht auch nicht. Oder vielleicht auch nicht. Ich glaube, ich gehe jetzt eher mal auf Anzüge. Gogo-Kleid? Nein. Handtuch? Okay. Oh, sehr schön, sehr schön. also... Hier gibt es mal nicht viel für mich. Und hier? Das könnte ich zum Beispiel tragen, aber das werde ich jetzt erstmal lassen. Cyber Saint, werde ich mal drauf verzichten. Zero Saints 30. Ach, wisst ihr was, Leute, ich mache das ganz einfach. Und zwar diese Urlaubskleidung, die ich hier gesehen habe. Und zwar... Nein, ich glaube, das war weiter oben. Oder vielleicht auch nicht. Wie kann es eigentlich sein, dass ich es jetzt vergessen muss, war? Nein. Das hier, South Beach. Sieht zwar ein bisschen komisch aus, aber ist doch jetzt auch mal drauf geschissen. Modegeschäfte erlauben es dir, deinen Charakter zu verändern. Durch das Kaufen von Kleidung kannst du EP kriegen. Also dieses Supermächte, dieses Super... wie auch immer, die ich jetzt nennen soll, sind klein wenig übertrieben. Warum auch nicht dieses Fahrzeug? Oh Gott, ich werde jetzt erstmal umschalten. Ich meine, die Musik hört sich schon gut an, aber... Ich weiß nicht, ich komme nicht lang mit der Musik klar. Bin ich irgendwie geschützt, dass ich irgendwie nicht Polizei kriegen kann, weil das ist schon klein wenig komisch. Und die Polizei schert sich wirklich nicht darum, was ich hier mit der zivilen Bevölkerung mache. Nein, das ist es mal auf jeden Fall nicht. Lalalala. Ja, Leute, ich weiß, ich könnte theoretisch auf der Straße selbst fahren, aber hey. Ich meine, wow, die Polizei... Warte mal. Ah, ich verstehe. Der rote Balken ist also die Polizei.
dachte eigentlich irgendwie mein Leben, aber okay, egal. Was zur... Okay, dieses Fahrzeug, Oh, die Sins sind da. Okay, vielleicht bereue ich schon ein klein wenig, dass ich gerade nur auf dem Bürgersteig rumgefahren bin. Wie kann man die schnell von denen entkommen? Muss ich mal kurz überlegen. Nein, nicht so auf jeden Fall. Obwohl, Leute, ich werde es mal ganz kurz so machen. Und zwar, ich werde es mal kurz so besprechen. Also, bis gleich. Leute, es ist unglaublich. Wirklich, die haben hier What is Love reingetan. Das ist geil. Also, es ist erstaunlich zu sehen. Man kann der Polizei nicht ziemlich gut entkommen, wenn man es schafft, nicht die halbe Zivilbevölkerung von Steelport zu überfahren. Natürlich war das bei mir ein Problem, aber um ehrlich zu sein, jedes Mal, wenn die Polizeisirenen kamen, oder es waren die Schüsse, ich weiß es nicht mehr genau, sind die jedes Mal auf die Straße gerannt. Und ich kann nicht einfach mal so, wenn ich 180 locker fahre, mal in 2 Sekunden stehen bleiben. Das ist so eine ganz verrückte Idee. Aber jetzt werde ich erstmal diesen Dodge Magnum Ersatz reparieren und tunen. Und der fette Kratzer ist trotzdem da geblieben. Wie wär's eigentlich mal mit Nitro? Ja, das war schon im zweiten Teil. Obwohl doch, eigentlich im zweiten und dritten Teil war es ziemlich pervers. So Leute, darf ich euch mein Fahrzeug hier vorstellen? Und zwar, eine komische Farbe. Ich weiß aber, die Tuningsmöglichkeiten sind noch nicht gleich wie im dritten Teil. Aber, nun ja, ich glaube, ich werde irgendwann mal wieder die Farbe wechseln, weil Türkis sieht klein wenig komisch aus. Und vor allen Dingen mit diesem Grafikeffekt, vor allen Dingen. Aber egal. Also Leute, das war jetzt erstmal eine weitere Aufnahme von Saints Row 4. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Und jetzt würde ich dann erstmal sagen, bis später.